Ja, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter lieber Christoph Dahl, Frau Professor Robertson von Drotha, Herr Professor Keres, Herr Noller, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung, ich bin sehr gerne gekommen. Digitalisierung ist das Thema schlechthin im Bereich der Bildungspolitik, was sicher auch richtig ist. Wir haben in dem Zusammenhang Nachholbedarf, aber ich komme sehr gerne zu einer solchen Veranstaltung, weil wir in dem Rahmen, glaube ich, auch diskutieren sollten, dass wir große Schlagwörter füllen sollten inhaltlich, uns von ihnen nicht erschlagen lassen und vor allem auch darüber dezidiert reden, was denn jeder Einzelne eigentlich darunter versteht. Und deshalb glaube ich, dass das Thema der Digitalisierung, da brauchen wir uns auch gar nicht keine Gedanken drüber machen, wird natürlich unsere Welt verändern und wird die Welt prägen. Und der frühere verstorbene Herausgeber der FAZ, Franz Schirmacher, sagte mal, was soll ich gegen das Internet haben? Ich habe ja auch nichts gegen das Wetter. In einer ähnlichen Form gestaltet sich das Thema Digitalisierung und das ist natürlich das Thema im Bereich der Bildung. Wie setze ich digitale Medien im Bereich der Bildung ein? Ein ganz zentrales Thema ist, es geht ja schließlich um die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen, ist mehr als berechtigt. Und dass Deutschland Nachholbedarf hat, auch Baden-Württemberg ist unbestritten, dass wir bis 2021 in den Ausbau des digitalen Bereichs hier im Land Baden-Württemberg 1 Milliarde Euro investieren werden, ist sehr viel Geld, ist auch überfällig, aber wird uns mit Sicherheit einen wichtigen Schritt voranbringen. Zum einen in der Frage, dass wir überhaupt die grundsätzliche Ausstattung brauchen. Frau Robertson von Drotha, Sie haben es angesprochen, 10 Minuten am Stück, wer viel im Land unterwegs ist, kann man nicht telefonieren. Und was am stärksten aufpoppt, ist, der Anhang kann nicht geladen werden. Das ist natürlich für ein Wirtschaftsland und für ein Strukturland wie Baden-Württemberg keine Grundlage, auf der wir arbeiten können. Und natürlich stellt sich die Frage, wenn ich mich mit Schule befasse, mit der Bildung unserer Kinder und Jugendlichen, in welchem Querschnitt und mit welcher Bandbreite integriere ich die digitale Zukunft? Natürlich geht es um Themen, wie die Inhalte im Bildungsplan verankert werden müssen, wie die technischen Möglichkeiten eben methodisch, didaktisch einzubinden sind, wie die Lehrkräfte zu qualifizieren sind, wie die technischen Voraussetzungen grundsätzlich sind. Und Herr Professor Keres, um auf Ihre Ausführungen einzugehen, integral, was sonst, also additiv, ich hoffe jetzt nicht, dass Sie Konzepte des Kultusministeriums Baden-Württemberg gelesen haben, das würde mich ein Stück weit schockieren, dass digitale Bildung unter Einsatz von digitalen Geräten ein Teil dessen ist, was wir unterrichten, was dazu beiträgt, zu visualisieren, Lernerfolge besser zu vermitteln und natürlich auch den Umgang mit den Geräten zu lernen, ist gar keine Frage. Und deshalb kann es nur Teil aller Unterrichtseinheiten sein. Aber ich glaube, wir sollten uns schon ganz zentral die Zeit nehmen, und das tun wir, in der Frage, mit welcher Pädagogik gehen wir und mit welchem Alter der Kinder um. Und ersetze Buch durch Laptop. Laptop ist keine Pädagogik. Und ich glaube auch, dass die Technik der Pädagogik folgen muss. Wenn wir dem uns anpassen, was technisch auf dem Markt ist und dem hinterherrennen, ist es keine Qualität in der Bildung. Und deshalb muss man das, glaube ich, sehr differenziert ansehen. Herr Dahl hat, wie ich finde, zu Recht darauf hingewiesen, auf die segensreichen Veröffentlichungen im Wochenrhythmus der Bertelsmann Stiftung, die zur IT-Ausstattung an Deutschlands Schulen zu dem Ergebnis kam, dass jährlich mindestens 2,8 Milliarden Euro notwendig sind, um Schulen adäquat auszustatten. Natürlich kann ich diese Summe bewerten, ich kann sie auch in den Raum stellen, aber es stellt sich natürlich immer die Frage, wie kommt man denn zu einer solchen Summe? Wenn ich davon ausgehe, dass jeder Schüler nur noch mit Laptop arbeitet und mobilem Endgerät, kann ich sie unter Umständen nachvollziehen. Die Bundesrepublik hat rund 41.000 Schulen. Wenn ich aber davon ausgehe, dass sie integrativ ergänzt, vermittelt und Teil der Gesamtpädagogik und der Didaktik ist, dann muss ich die Annahme grundsätzlich hinterfragen, weil da muss ich zunächst, um zu so einer Erkenntnis kommen, zu fragen, was möchte ich überhaupt? Und natürlich sind es Fragen, wie kann ich den Unterricht so konzipieren, dass die pädagogischen Chancen digitaler Technik auch wirklich zum Tragen kommen? Und welche Szenarien sind für welche Schule auch tatsächlich Erfolgsversprechen? Und eben auch, welche Voraussetzungen muss ich beachten, wenn ich digitale Medien intensiv in den Unterricht an meiner Schule integrieren möchte?
Und ich glaube, dass es auch richtig ist, dass wir die Schularten unterscheiden. Wir haben heute im Ministerrat, im Kabinett der Landesregierung beschlossen, dass wir, was wir dieses Jahr schon begonnen haben, dieses Schuljahr, ab Klasse 7 im Gymnasium, Informatik aufbauend anbieten und wir ab dem nächsten Schuljahr, also 18/19, in allen weiterführenden Schulen ab Klasse 7 aufbauend Informatik als Pflichtfach anbieten werden. Und natürlich ist es wichtig, gerade im Hinblick darauf, wie digitale Medien und der Umgang damit in den Schulen verankert werden. Natürlich brauchen wir ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer im Bereich der Fortbildungen. Und natürlich sind heute Lehrerinnen und Lehrergenerationen, die nicht in dem klassischen Sinne Digital Natives sind, wie es beispielsweise jetzt diejenigen sind, die in der Ausbildung sich befinden, die schon ganz anders damit aufgewachsen sind. Aber ich kann Ihnen sagen, sehr viele Lehrerinnen und Lehrer, übrigens aller Altersgruppen, haben großes Interesse an diesen Fortbildungen. Nehmen Sie auch wahr? Es ist ein Vorurteil, wenn man immer wieder hört, da hat keiner Interesse dran, das stimmt schlicht nicht. Sondern dass das Teil dessen ist, was im Unterricht künftig mit eine Rolle spielt, ist unbestritten und wird so auch von denen, die das insgesamt machen, wahrgenommen. Aber ich glaube schon, dass es auch entscheidend ist, dass wir uns überlegen, in welcher Schulart bieten wir was, in welcher Form an. Und in den Grundschulen, das ist eine regelmäßige Diskussion, die wir vielleicht heute Abend auch führen, wo mir empfohlen wird, als zuständige Ministerin, Programmieren in der Grundschule existenziell, dann muss ich Ihnen sagen, das glaube ich nicht. Lesen, Schreiben, Rechnen, übrigens auch Konzentrationsfähigkeit, eine gewisse Geduld, der Umgang mit einem Stift, sind, glaube ich, Kulturtechniken und Wertgrundsätze, die wir in der Grundschule, gerade im Alter dieser Kinder, definitiv nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Zumal ich auch den Eindruck habe, dass unsere Kinder im Grundschulalter nicht zu wenig, sondern eher zu viel Medienaufmerksamkeit für sich in Anspruch nehmen. Und wie der gesellschaftliche Anspruch, Sie haben es in Ihrer Einleitung gesagt, Frau Professor Robertson von Dota, das geht auch nur gesamtgesellschaftlich. Meine Lehrerinnen und Lehrer sind natürlich bereit, sich auf die neuen Herausforderungen an den Schulen einzulassen. Aber es gibt an jedem sogenannten mobilen Endgerät etwas, das gibt es wirklich, überall, an jedem, für das nicht die Schulen zuständig sein werden, sondern die Eltern. Und es ist der Ausschaltknopf, dieses Gerät auch mal auszumachen, sich mal mit etwas anderem zu befassen. Das geht nur gesamtgesellschaftlich, um mitzugeben, in welcher Grundlage wir tatsächlich in die Zukunft führen, um eben von der Digitalisierung gestalterisch zu profitieren und nicht jedem Trend hinterherzurennen, der gerade momentan auf dem Markt ist. Und es sind viele Trends schnell auf dem Markt. Und dass wir natürlich in Klasse 7 jetzt aufbauend in allen weiterführenden Schulen Baden-Württembergs ab nächstem Schuljahr Informatik einführen, ist das klare Bekenntnis an einen Handlungsbedarf, dass ich nicht falsch verstanden werde. Dass wir in der ganzen Bandbreite in Baden-Württemberg Tabletversuche an Schulen haben, die parallel evaluiert werden, um dann zügig in die Fläche zu kommen, wo kann ergänzend tätig werden. Aber ich will Ihnen ein Beispiel erzählen. Ich hatte im letzten Schuljahr an einer Realschule in Klasse 8, die sind also rund 14 Jahre alt, auf Wunsch der Schulen, der Schüler, der Eltern und auch der Schule selbst, eine Klasse, die nur mit dem Laptop gearbeitet hat, ausschließlich, in allen Fächern, nur Laptop. Da war ich dann im Mai und habe mit den Schülern diskutiert. Wollen sie nicht mehr? Ist ihnen zu langweilig? Ist ihnen zu einseitig? Und sie haben auch gemerkt, dass nicht alles, was ich zwingend in den Computer tippe, dann auch im Kopf ist. Sondern dass manchmal etwas aufzuschreiben, händisch zu arbeiten, es sich ganz anders einprägt. Und die haben dringend darum gebeten, das haben wir dann natürlich auch wieder umgesetzt, dass es auf die Mischung von Materialien ankommt. Und in dem Zusammenhang ist mobiles Endgerät auch eine Form von Material. Dass ich visualisieren kann, dass ich naturwissenschaftliche Abläufe ganz anders darstellen kann, ist völlig einleuchtend. Und da sind digitalisierte Medien und Digitalisierung natürlich eine Bereicherung. Aber nicht überall. Und dass wir in Baden-Württemberg in diesem Jahr jetzt auch beginnen mit einer Bildungscloud, wo Lehrerinnen und Lehrer, Schüler und Eltern miteinander kommunizieren können. Datenschutzrechtlich eine große Herausforderung, finanziell übrigens auch, ist, glaube ich, der richtige Ansatz, um natürlich auch die Kommunikation innerhalb der Schule, und da ist gerade was das Datenschutz angeht, sehr heikel, weil natürlich die Daten von Schülern in jeder Hinsicht zugänglich sind und deshalb braucht es eine klare rechtliche und solide und valide rechtliche Grundlage. Aber dass wir neben dem allem, und das ist ja auch ein Thema, mit dem Sie sich hier immer wieder in Ihren Veranstaltungen befassen, das Thema der Medienerziehung und der Vermittlung der Medienkompetenz bei gleichzeitigem Ausbau
von digitalen Medien gleichsam nicht aus dem Auge verlieren dürfen, ist, glaube ich, auch klar. Und Medienerziehung ist mehr als nur der Umgang mit dem Gerät. Dass die Welt nicht mit 140 Zeichen erklärbar ist oder seit einigen Wochen mit 280 Zeichen, mag jenseits des Atlantiks noch nicht jeder begriffen haben. Aber ich glaube, wir sollten unseren Schülerinnen und Schülern genau dieses vermitteln und auch hier die grundsätzliche Basis wieder mitgeben, bewerten zu können, eine Meinung zu haben, aber die Bildung einer Meinung muss ich mit unterstützen, um auch einschätzen zu können, das, was mir in Echtzeit von überall her sofort herblubbert, kann es sein, ist es richtig, finde ich es richtig, wie stelle ich mich dazu und wie habe ich auch ein gewisses gesundes Misstrauen gegenüber dem, was mir medial alles inzwischen, wie gesagt, in Echtzeit vermittelt wird. Und deshalb, sowohl ich eine Mischung von Unterrichtsmaterialien brauche und deshalb natürlich integral und Teil der künftigen Arbeit in den Schulen mit Medien und digitalen Geräten, mit digitaler Bildung, genauso brauche ich, um das breite Wissen zu vermitteln, einen Geschichtsunterricht, einen Gemeinschaftskundeunterricht, einen Religions- oder einen Ethikunterricht, all dieses sind Grundlagen. Und deshalb, wir bekennen uns klar dazu und arbeiten da auch mit großer Intensität dran, das Thema der digitalen Bildung pädagogisch wertvoll, didaktisch sinnvoll, altersgerecht in unseren Schulen insgesamt zu verankern, aber meinerseits das klare Bekenntnis, ohne Goethe mit dem Buch, gerne Reklam, wird es auch künftig nicht gehen. Vielen Dank.